Inquisitor Emmyberg. Okay, jetzt aber. Ich hab's ja noch nicht so mitverfolgt. Bist du relativ gut oder relativ schlecht bei dem Spiel? Mittelmäßig. Okay. Oder so. Dann muss ich mich ja nicht so schlecht fühlen für meine Leistung bei Mega Man gestern. Ja. Nö, das musst du nicht, Keine Sorge. Ja, wir haben nämlich schon was anderes zusammen aufgenommen. Ja, das kommt. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dich jetzt überhaupt anzurufen. Und hopp. Okay. Hoppa. Wer ist eigentlich der Co-Kommentator? Es wird immer wieder gefragt. Es ist Funk Royal. Ja, zum ersten Mal beim Letztes Spiel ist die Frage berechtigt. Ja, stimmt. Uns hat man ja noch nie zusammen gesehen. Oder gehört. Am besten müsstest du es so machen, wenn er dann wirklich die Folgen dann freischaltest, musst du den anderen Namen reinschreiben in die Beschreibung. Funk Royal, oder was? Nee, Randall. Mit Randall. Jede Folge einen anderen Namen. Ja, genau. Und... Gronk. Wen hätten wir denn sonst noch gerne? Cold Mirror. Ich hatte sie alle. Aber nur die guten. Okay, ich glaube, da war noch eine. Da muss ich jetzt langsam machen, sonst falle ich. Ich aktualisiere immer wieder währenddessen. Ja, mach mal. Doch was wäre, wenn ich mach, dass heute der Flugwind nicht mehr weht? Entschuldigung, das ging gerade auf ein, auf den einen Kommentar da. Spielst du eigentlich auch bald Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All? Ich werde wohl jedes Phoenix Wright dann noch durchspielen wollen. Mit Mark zusammen. Ja, Mark schon. Nee, das machen wir nicht. Nein, sowas machen wir hier nicht. Nicht öffentlich. Aber die kennst du, die Videos. Ja, ja. Oh, es wird das wahrscheinlich nicht. Wenn es jetzt gut läuft, wird im Chat jetzt das gesamte Intro eingesprochen, Satz für Satz. Ja, wir sind schon gut dabei. Oh Gott. Okay, ich versuche das jetzt nochmal so und... Ah, ich hab's geschafft, ich bin oben. Ich bin begeistert. Ja, genau das meinte ich, da oben im Stream. Ja, gut. Jetzt fehlt ja noch einer. Jetzt muss ich da dann nochmal hoch. Hurra. Fall runter, du Goomba. Das kann er nicht. Nix kannst du, du Goomba. Nicht mal runterfallen. Das Intro haben wir trotzdem nicht zusammengekommen. Oh, schade. Voll schlecht. Tja. Ich wollte jetzt gerade so einen Spruch bringen, aber... Es machen meine Zuschauer halt nicht alles für die Kids. Der war echt erzwungen. Also aber ich stehe dazu. Deswegen, das ist doch das Schöne, dass du authentisch bist und nichts rausschneidest. Wie soll ich denn? Ja, nachher für die richtige YouTube-Fassung. Ach so, ja, natürlich, ja, die ist nämlich... Die ist zensiert. Da kommen dann keine erotischen Bilder von Mark und mir drin vor. Ach, die hast du eingeblendet, das habe ich jetzt verpasst, das ist ja schade. Nein, ich habe keine eingeblendet, keine Sorge. Moment, wo ist denn eigentlich der... Warum, was ist das überhaupt für ein Teil? Meine Güte, da komme ich extra dahin und dann passiert nichts. Naja, gut. Nein. Puh, ich lebe noch.
verbotene Dinge. Etwas trinken während eines Layton- oder Ace-Attorney-Let's Plays. Ja. Das hat mir letztens auch schon jemand in einen Kommentar geschrieben. Tavuk. Der auch öfter mal kommentiert. Aber an mich kommt doch nicht ran. Nein, nein, an dich kommt niemand ran. Oh, ich darf Marc nicht fremdgehen. Boah. Wow, ein weiterer Powerstern. Du wirst stärker. Das Schloss versorgt dich mit Kraft. Das Schloss versorgt dich mit Kraft. So ist das also. Der Turm, der was ist das hier eigentlich? Aha, da ist noch einer. Also den muss ich kriegen, oder wie? Ach so, jetzt ist da in diesem komischen, durchsichtigen Fallwasserschirm. Ja. Und zack. Na, da bin ich ja schnell genug gewesen. Ha, und auf die 20 Sterne kommen wir schon schnell genug. Irgendwann. Naja. 20 Sterne bei 2 Stunden und... Ist es Bowser dran oder machen wir einfach nochmal mit den Sternen weiter? Es gibt doch keine mehr hier in dem Level, oder? Denke nicht, also rote Münzen und dann der jetzt. Ja, und die 100 Münzen, die gab's ja eigentlich nicht in den Boss-Levels. Nee, dann ich hoffe, das hat sich so ge... Da hat gibt's doch nicht mal 100 Münzen. Ja stimmt, wenn es jetzt mehr Sterne gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Boah, na das nenne ich aber Pech. Prinzessin Peach ist nicht hier. Hey Junge. Mach ruhig, versuch mich von hinten zu nehmen. Du wirst mich nie in die Luft fegen können. Durch die Luft. Würde es jemand eine P von dir geben, das keine zweideutigen Rezepte ist? Guck mal auf den unteren Bildschirm, da ist ein Übersichtsplan. Ein kleiner Popel wie du wird mich nie wegschleudern können, indem er auf dem Touchscreen kreisförmige Bewegungen ausführt. Niemals! Was ist ein Touchscreen? Ja, was ist ein Touchscreen? Bowser gibt uns Hinweise, die er gar nicht geben könnte. Richtig. Fourth Wall Breaking. Außerdem, das geht auch mit der, mit den Pfeiltasten. Gott sei Dank. Es müsste jetzt voll Meta sein, Mario müsste sich jetzt hinsetzen, so ein DS rausholen und dann auch wieder so ein Mario Kart spielen. Das wäre cool. So, damit hätten wir ihn. Aber ich freue mich gleich mit in 3 Sekunden, wenn ich es gesehen habe. Ja, du hast es geschafft! Ich war etwas zu sorglos. So war das nicht geplant. Schlüssel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Frag mich, warum Bowser überhaupt auf einer Plattform mit dir kämpft, wo Bomben sind, anstatt da irgendwo in einem sichereren Gebiet mit dir kämpft. Oh, das ist Inspektor Bauschuh. Was? Er baut Schuhe? Ich finde Bill Cipher voll cool. Auf die Frage im Chat hin. Aber noch gehört die Macht der Sterne mir und ich habe Pech. Peach. Oh. Ja, siehst du mir. Ja, das hat er offensichtlich, hat verloren. Ja. Von mir bekommst du keine Sterne mehr. Du hattest schon genug, geh nach Hause. Ich bin noch lange nicht mit dir fertig, aber für heute lasse ich dich laufen. Also kannst du mich bitte wieder auf die Füße drehen? Du wirst dafür bezahlen, später. Aber nicht auf die Füße treten. Du wirst dafür bezahlen. Das wäre natürlich jetzt toll, wenn es Mario auf Android gäbe, als Free-to-Play-Spiel. Ja, für die nächsten 20 Sterne bitte 5 Euro zahlen. Ruhe im Gerichtssaal. Und dann die Sitcom-Lacher dazu. Ah, da ist der Schlüssel. Aua, mein Fuß natürlich. Moment, Moment, von mir bekommst du keine Sterne mehr. Hat er das so gesagt? Ich glaub nicht. Von Bowser bekommt man ja keine Sterne. Von ihm bekommt man nur Schlüssel. Also hat er recht. Von ihm bekommen wir keine Sterne mehr, wir bekommen nur Schlüssel.
ein Stern fehlt uns nur noch zur 20, zur glorreichen 20. Und übrigens, der Schlüssel ist nicht für hier, das ist voll gemein. Würde er jetzt unbedingt gern diesen Aal sehen, da in dieser Schüssel. Oh Gott, ich hasse diesen Aal. Das ist so ein Aalloch. Oh, der ist eine richtige Qual. Ja. Wäre da doch besser ein Wal. Oder beides, dann hätte man die Wahl. Oh, schade, dass man Randall nicht deutsch ausspricht, sonst würde er Randall heißen. Okay, so, jetzt will ich hier eigentlich bloß mal ein paar Münzen haben. Und zwar rote. Oh, das kenne ich aber auch nicht. Das ist ein Exklusiv-Hörspiel. Das ist ein Exklusiv-Level, ja. Jo! Oh. Oh! Und ein ganz böses dazu. Oh, 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 hier, ich will groß sein. Ich will der Größte sein. I wanna be the very best. I wanna be the Mario. Oh, und der wird da drunten nicht mal verletzt. Drunter, unten. Na, du weißt schon. Ja. Oh, das ist gemein. Das ist ja frech. Au, das auch. Och, was ist denn hier? Na, jetzt geh ich. Bumm. So, hier muss es ja jetzt noch irgendwo ein paar rote Münzen geben. Ich habe noch keine einzige. Irgendwas hat hochgezählt. Ich weiß gar nicht, was es war. Hm. Ach so, das, was hochgezählt war, das ja. War bei dem Pilz. So, okay, da war eine rote Münze da hinten. So. Und was haben wir hier drin? Weitere Münzen, schön, schön, schön. Und hier ist... Die gibt es auch 100 Münzen, oder wie ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ist denn hier wieder drin? Oh, war ja. Ich freue mich schon auf den Mega Man Hack. Was wird der offizielle Name? Was? Ja, ich weiß auch gerade nicht, worum es geht. Aber also irgendein Mega Man Hack. Ja. Ah, hier ist eine rote Münze schon mal. Vielleicht meint der Mega Man Unlimited oder so? Nee, ich glaube nicht. Also ich arbeite zwar an einem Mega Man Fangame ähnlichen Ding, aber das ist kein Mega Man Hack. Oder, naja, es ist eigentlich im Grunde ja ein... Warum mache ich das? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Dann winke ich die Frage. Also auf jeden Fall, ich bin ein Professor Eich. Ja, und ich wechsle mein Geschlecht immer, je nachdem, welcher YouTuber ich jetzt bin, ob ich Kurt Müller bin oder... Ja, stimmt, oder Gronkh, oder... Jetzt müssen wir noch ein Weibchen der Schöpfung mit einbringen. Ja, gibt so viele bekannte weibliche YouTuber, die keine Schminktipps geben. Ich wollte es gerade anmerken, mir fällt auch spontan niemand ein. Das ist echt schlimm so. Er meint das Fangame. Das Fangame, okay, also das soll eigentlich den Namen GravityFalls.exe haben, weil es ja schließlich auch auf Gravity Falls basiert. Ich war noch gleich den Namen meines einzigen Enkelsohns. Der Name von was? Meines einzigen Enkelsohns. Achso, ja. Ach. Professor Eich, ja, ja. Dass man noch kennt, irgendwer hier eigentlich Homestruck. Ich denke mal, ist auch eine Frage an dich. Homestruck? Moment, nein, sagt mir gerade nichts. Was ist das? Ich guck jetzt nach. Ich gehe jetzt meiner wichtigen Amtshandlung nach. Ja, genau, und sorgst für Informationsvielfalt hier. Upsa. So.
Ach übrigens, wer im Chat böse Sachen schreibt, wird geblockt. Ich hab's extra nicht angemerkt. bisschen Ordnung muss sein und ehrlich gesagt, ich bin bei sowas ganz schnell. Homestuck und nicht Homestruck, musst du auch mal richtig lesen. Das sagt mir immer noch nix. Ist auf jeden Fall ein Webcomic. Ah. Oh. Shit. Uff. Mario, überleb es bitte. Okay. Hier lang. Nein, du nervst doch nicht. Also ich finde nicht, dass du nervst. Nerv ich? Nein, jemand im Chat. Oh, wer nervt denn? Nein, ich meine, wer denkt denn, dass er nervt? Also ich weiß nicht, ob ich den Namen einfach so äußern soll. Stimmt, das wäre... Ich möchte es ja schon anonymisiert machen. Ja. Ah, hier ist ein... noch ein Stern.